Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Ja, beim letzten Mal waren wir im Haus der Träume unterwegs und haben da das Buch der Seelen geborgen, das wir dann Mordessa bringen sollten. Und als Belohnung haben wir dann direkt unseren nächsten Auftrag bekommen. Und zwar sollen wir die Prinzessin entführen aus den Alewoods. Und deswegen müssen wir jetzt zum Level Das Plateau. Und mal schauen, was uns da so erwartet. Ich würde sagen, wir nehmen mal wieder die Assassinen. Ich habe so das Gefühl, die wird uns da ganz gute Dienste leisten. Ich weiß nicht mehr genau, was uns erwartet. Ich habe eine dunkle Erinnerung und ich meine, das wäre ganz gut, hier die Assassinen zu spielen. So, wir schauen uns mal an, ob wir diesmal beste Ausrüstung bekommen. Das scheint der Fall zu sein. Erstmal ein Elfenbogen, das ist schon mal schön. Haben wir... Ja, wir können Brandpfeile mitnehmen. Oh, die sind aber so teuer. Guckt euch das an. Ja, Pfeile gucken wir uns gleich an. Brauche ich wirklich die Armbrust? Eigentlich ja nicht, ne? Oh, ich kann andere Bolzen mitnehmen. Was haben wir denn? Ach, Giftbolzen. Richtig, richtig. Ja, aber brauchen wir das eigentlich nicht, ne? Ein Krummdolch, weil Nahkampf kann nie schaden. Heiltränke, mittlere... Oh Gott, die können wir uns auch nicht leisten. Ja, das ist ein bisschen doof. Moment. Distanzpfeile. 60, ich glaube, wie viele brauchen wir denn da wirklich? Weil bisher konnten wir die nicht besonders oft einsetzen, aber wir nehmen mal 15 mit. Ja, Granatenpfeile sind immer gut, wobei Sprengpfeile wären wahrscheinlich noch besser. Aber wir bleiben erstmal bei 25 Granatenpfeilen. Die Feuerpfeile, na, stellen wir mal auf 30 runter, die regulären Pfeile auf 60. Das sollte ja eigentlich ausreichen, hoffe ich. Nein, nicht Spielbeginn. Nein, zurück. Ich wollte doch nochmal gucken. Ja, komm. Ich skippe das jetzt weg. Moment, Moment, Moment. So, Spielbeginn. Ja, nein, komm hier zurück, bitte. Wenden und zur Karte. Und das ist das Level, an das ich mich erinnere. Zumindest zum Teil erinnere. Okay. Also nochmal zur Auswahl zurück. Und jetzt möchte ich gucken, Rüstung. Nee, können wir uns trotzdem nicht leisten. Selbst wenn wir die hier wegpacken, haben wir nur 2260 zur Verfügung. Das ist ein bisschen wenig. Und die Heiltränke würde ich stattdessen gerne mitnehmen. Ja, dann holen wir uns dafür stattdessen schöne Pfeile, würde ich sagen. Dann machen wir mal 25 Sprengpfeile. Statt Granatpfeile. Ich glaube, mit denen können wir hier gut arbeiten. Ja, der Rest ist ja... Was wollen wir dann ansonsten mitnehmen? Brandpfeile sind uns, glaube ich, ein bisschen zu teuer. Ja, wie viel hatten wir denn da mitgenommen? 30, ne? Dann machen wir mal 30 Brandpfeile. Distanzpfeile stocken wir auch mal auf 30 auf. Die normalen können wir 240 mitnehmen. Sicher ist sicher. Guck mal, da können wir sogar 40 Brandpfeile mitnehmen. Und 60 Distanzpfeile. Machen wir es einfach so. Was ist, wenn ich... Moment, ich möchte mal eben hier leeren. Nee, ich kann nicht mehr als 40 mitnehmen. Außer ich... Ja, selbst wenn ich hier runtergehe, dann wird es wahrscheinlich auch nicht... Nee, das bringt nichts. Dann wird es nicht mehr. Dann machen wir lieber 60 Distanzpfeile und hier 240 normale. Dann bleiben wir bei 40 Brandpfeilen. 25 Sprengpfeile sind, glaube ich, eine gute Sache. Und dann fangen wir das Spiel mal so an. So, schauen wir mal, wie wir das geregelt kriegen. Also, Alewoods. Mordessas Portal hat dich direkt ins Herz der Enklave von Zelenheim befördert. Ein guter Ausgangspunkt für die Suche nach der Prinzessin Yasindra. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich hier irgendwo aufhält. Das Plateau. Du musst dich durch Zelenheims Verteidigung kämpfen und das erste Portal erreichen. Na gut. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich kann mal wieder nicht richtig reden, aber das seid ihr ja mittlerweile gewöhnt von mir. So. Ja. Eigentlich ganz hübsch hier, oder? Wir sind hier gelandet, was auch immer das hier sein soll. Ich vermute mal, das ist irgendeine andere Art von Portal. Aber interessant, dass hier keine Wachen sind. Aber eigentlich ist das doch ein recht hübsches Örtchen hier, oder? Mitten im See. Ja, ich mag ja sowieso Wasser sehr gerne. Von daher ist es auch eigentlich ganz gut. So, nee, wir möchten beim Bogen bleiben. Ja, wir nehmen mal die Distanzpfeile vielleicht. Da kann man hier schon irgendwas sehen. Zum Beispiel das Gold da drüben. Wie sieht es denn mit da oben aus? Ja, das ist so ein Weg.
Aber man kann noch nichts erkennen. Außer halt ein bisschen Gold. Okay. Nehmen wir doch mal Brandfälle. 40 Stück nur. Dann. Oh. Elite-Elfenschütze. Ja, toll. Komm her. Okay, die Brandpfeile machen guten Schaden. Das finde ich schön. Das heißt, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen normalen Pfeil. Dann sollte der eigentlich erledigt sein. Vor allem ist es ein Mann. Zumindest hat er die Stimme von einem Mann. Normalerweise sind das doch mal Frauen, die Elfen schützen, oder nicht? Hm, interessant. Na gut. Oh, da ist direkt noch eine. Das ist jetzt eine Elite-Elfenschützin. Alles klar. Ja, okay. Zwei Pfeile auszurüsten ist ein bisschen doof, wenn man dann genau am Ziel vorbeischießt. Aber ich glaube... Komm, Kopfschuss. Na, ah, daneben. Die bleibt schön still stehen. Das finde ich gut. Das läuft doch schon mal ganz in Ordnung. Ich habe zwar ein bisschen Lebensenergie verloren, aber was soll's. Aua, 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 aua. Oh ne, die hat so eine blöde Repetierarmbrust. Ich kann sie von hier aus nicht treffen. Moment, da müssen andere Pfeile dran. Wie wäre es mit... Wie wäre es, wenn wir da mit dem Dolch rangehen? Komm her! Okay, nein, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Oh ja. Dolch-Battle hier. Nein, das war keine gute Idee. Das hat mir sehr viel Lebensenergie gekostet. Aber noch haben wir ja Tränke. Deswegen machen wir einfach mal weiter. Ich bleibe mal bei den Sprengpfeilen. Aber wir haben nur 25. Und die sollten wir uns, glaube ich, gut aussuchen, auf wen wir die abfeuern. Ich frage mich jetzt, ob hier irgendwie im Wasser Gold versteckt ist. Moment, das möchte ich noch mal kurz hier nachschauen. Aber es sieht eigentlich nicht so aus. Aber ich finde das hier auch ganz schick mit den Brücken an diesen Steinpfeilern entlang. Das gefällt mir. Und dann müssen wir da hoch. Hm, okay. Und ich werde mal um die Insel hier rumgehen. Denn auf der Rückseite ist bestimmt irgendwas versteckt. So wie ich das Spiel kenne. Aber wir gucken uns erstmal, ja, da ist schon mal... Oh, was haben wir denn? Oh Gott, da oben kommen jede Menge Leute. Moment. Der Edelstein muss warten. Uiuiui, Templer. Alles klar, Templer und Ritter. Aber gegen die Sprengpfeile haben die auch sogar einen Paladin. Okay, du bleibst schön stehen. Moment, das möchte ich mal eben mit einem Distanzpfeil nutzen. Nein, du sollst stehen bleiben. Hallo? Genau so. Ah, das ist aber nicht stehen bleiben. Komm, bleib mal stehen. Genau so. Dankeschön. Ach komm, hier noch einen weiteren und dann haben wir die Distanzpfeiler doch auch mal genutzt. So. Okay. Schauen wir uns die andere Seite auch nochmal an. Weil das sieht schon so aus. Guck mal, hier kann man doch rumgehen. Da ist bestimmt irgendwas versteckt. Ja. Was ist das denn? Ein weißer Edelstein, ein Diamant. War der gerade 200 Gold wert? Schön. Okay, dann ist der Level anscheinend wieder nicht besonders lang. Irgendwie ist das so eine Tendenz in den letzten Leveln. Ich habe da schon immer so ein schlechtes Gewissen, weil meine Videos da nur so kurz sind. Irgendwie, vor allem hier, das Haus der Träume war nicht so lang, der Wächter war nicht so lang, dann gegen das Licht auch nicht. Ja, das sieht doch schon so aus, als wird hier gleich das kaputt gehen. Na, komm mal hier rüber. Was? Das geht nicht kaputt? Okay, dann nimm mal diesen Brandpfeil, bitte. Halt mal kurz. Okay, okay, okay. Nein, Sprengpfeil möchte ich da nicht verschwenden. Der ist doch fast tot. Jawohl. Also so langsam, also zumindest bei solchen Gegnern und bei solchem Leveldesign hier, wo man einfach nur einen geraden Weg hat und die Gegner nicht so richtig ausweichen können, habe ich den Dreh, glaube ich, raus. Was den Kampf mit der Assassinin umgeht. Also mit der Jägerin bin ich überhaupt nicht klar gekommen. Ich erinnere mich da noch an irgendwelche Versuche in der Lichtkampagne, wo ich immer die ganze Zeit daneben geschossen habe. Aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, dann geht das eigentlich... Oh Gott. Geht das eigentlich ganz gut. Moment, da möchte ich nochmal... Da kann ich doch bestimmt mit einem Distanzpfeil... Na, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ich bin ja fast tot. Ich bin tot. Wow. Wow. Okay.
Das war ein bisschen blöd. Das möchte ich nochmal versuchen. Ich glaube, das mit den Distanzpfeilen war nicht schlecht, aber ich habe halt, ich wurde getroffen, bin dadurch irgendwie, mein Charakter hat sich bewegt und dann habe ich geschossen und dann habe ich natürlich nicht mehr richtig gezielt. Aber ich glaube, das können wir ganz gut schaffen. Alternative wäre ein Charakter mit Schild in dem Level hier, aber dann müsste ich gegen die Nahkämpfer antreten. Und ich weiß nicht so recht, ob das eine gute Idee ist. So, Moment, da kommt jetzt, da sind ja die drei Schützen. Wie gehe ich gegen die vor? Ach komm, wir haben so viele Pfeile. Wir laden einfach mal alle auf. Und dann hauen wir da eine Salve voll rein. Komm her. Voll daneben. So. Ich muss also doch weiter zielen. Na gut, aber versuchen wir das einfach nochmal. Wird schon schief gehen. Und zwar eventuell zu früh aufgeladen. Nee, das fliegt dann aber auch nicht besonders gut. Ich glaube, ich bleibe bei einem einzelnen Pfeil. Also das macht irgendwie echt Spaß, sie so zu erledigen. Mit einzelnen Kopfschüssen. Das ist schon... Oh, Moment, da kommt der mit der Repetierarmbrust. Moment, oh nein. Moment, Moment. Du kriegst diesmal einen Sprengpfeil ab. Haha, sehr gut. Dafür war es mir glatt wert. Und da hinten kommen die Paladin und so. Moment, da probieren wir mal... Da probieren wir erstmal so eine breite Salve aus. Ich glaube, das ist ganz gut, weil sie alle direkt nebeneinander kommen. Da sollten viele Pfeile treffen. Und danach arbeite ich mit Sprengpfeilen weiter. Oder mit Brandpfeilen. Also ich würde auch so eine breite Salve an Brandpfeilen abschießen, aber da ich nur so wenig davon habe... Wo ist denn der dritte? Na. Na. Da ich halt nur so wenig davon habe, möchte ich da keine breite Salve verschwenden. Ja. Ich sollte hier wahrscheinlich wieder mit Distanzpfeilen so ein bisschen arbeiten. Weil das bietet sich ja echt an, wenn die so stehen bleiben. Ja, coole Sache. Alles klar, dann holen wir uns mal wieder den großen 200 Gold Edelstein. Komm in meine Arme. So, und dann holen wir uns den anderen auch noch. Für 50 und dann geht's wieder hoch. Und ich hoffe, diesmal werde ich die Elfenschützin ausschalten. Sonst habe ich ein Problem. Vielleicht sollten wir für die dann tatsächlich Sprengpfeile benutzen. Also es ist wirklich schade, dass einen die Gegner immer sofort sehen, dass man nicht wirklich Zeit hat, ein bisschen mit den Distanzpfeilen besser zu arbeiten. So, ich luke mal so um die Ecke. Kam sie nicht? Ach nee, hier kamen erstmal... Okay, hier kann ich noch mit Distanzpfeilen arbeiten, wenn der Templar da auf mich zukommt. Ja genau, renn wieder weg. Finde ich gut. So, das lief doch schon mal gut. So, Sprengpfeile ausgerüstet. Und wieder um die Ecke lugen. Da hinten hockt sie. Ja genau, schieß mich schon mal ab hier. Elite-Elfenjägerin, du hältst sogar zwei Sprengpfeile aus, aber... Oh, ich finde das so toll, diese Sprengpfeile, dass ich die früher nicht schon benutzt habe in der Lichtkampagne. Das hätte so vieles, so viel einfacher gemacht. Aber richtig einfach. Ich meine, schaut euch das an, mit den Distanzpfeilen hatte ich hier keine Chance. Aber jetzt mit den Sprengpfeilen. Zwei Pfeile drauf und tot. Moment, der sieht mich nicht. Was ist das denn? Keine Ahnung, ein Ingenieur, der wo die Augen irgendwie rumspinnen. Erlösen wir ihn mal von diesem Schicksal. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass gleich wieder ein Zauberer kommt. Na gut, gegen die... Nicht runterfallen! Na gut. Aua! Okay, Moment, ich muss hier weg. Ja, komm her. Nimm das. Und brenne ein bisschen. Der andere ist unten auf den Steg gefallen, das finde ich ganz gut. Also falls er was dabei hatte, kann ich das jetzt einfach einsammeln. Das hat ihn verfehlt, das finde ich doof. So ist besser. So, danke fürs Sterben. Jetzt gehe ich nochmal nach unten, um zu gucken, ob der was dabei hat. Ich glaube es eher nicht, weil irgendwie in den Leveln hier haben die Gegner nichts mehr dabei. Ganz anders als noch in der Lichtkampagne. Aber irgendwie hier liegt das einfach nur so verteilt. Na gut. Alles klar. Dann war das wohl das.
Und dann bleibt uns jetzt nur noch übrig, da oben die Ruinen aufzuräumen. Ich glaube, dann ist der Level schon vorbei, denn wir sollen sie nur zum ersten Portal durchschlagen. Ha. Huh. Weil da oben geht es ja auch nicht weiter, ne? Also Portal und dann woanders hin teleportieren. Eigentlich schade, weil es hier schön ist. Oh, okay, das war effektiv. So. Kommt jetzt bestimmt ein Zauberer oder so. Da ist auf jeden Fall ein Edelstein im Wasser. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, da habe ich jemanden gesehen. Ja. Möchtest du nicht gerade auf mich zulaufen? Weil so kann ich nicht auf dich zielen. Ich bin weg. Ach, der hat ja kaum noch Leben. Okay, Moment. Da verschwende ich doch keinen Sprengpfeil für. Und sogar in den Kopf getroffen. Krass. Oder irgendwohin, wo es sehr empfindlich war. Ich meine, 110 Schaden kommen ja nicht von irgendwo her. So. War es das jetzt? Kann ich mich an den Edelstein wagen? Okay, keine Gegner. Zumindest noch nicht. Also hier oben sind auf jeden Fall einige Goldsäcke versteckt. Wir haben ja den von unten gesehen. Dann ist da einer, da ist einer. Hier sind bestimmt noch mehr, aber ich möchte erstmal schauen. Ob hier noch weitere Gegner sind. Und die erstmal erledigen. Ja, ist gut hier. Was bist du denn? Ach, das ist wahrscheinlich das Portal, hä? Oh ja, klar. Oh nein, oh nein. Oh Gott, nein, bitte nicht, bitte nicht. Okay, der Erdgolem ignoriert uns, das finde ich schon mal schön. So, die Altruidin ist erledigt, alles klar. Das war einfacher als gedacht. Habe ich ein bisschen Glück, dass der Golem mich einfach ignoriert und nichts tut. Und da ist er weg, okay. Ja komm, Vogel, willst du uns treffen? Nein, okay. So, das war's dann hoffentlich auch mit Gegnern. Dann versuchen wir mal jetzt hier ein bisschen rumzuklettern. Ich meine, es fehlt ja noch 75 Gold. Wow, doch so viel. Haben wir uns irgendwo noch einen Edelstein übersehen, ha? Und alles stürzt in sich zusammen. Müssen wir aufpassen, dass wir davon nicht erschlagen werden. Das wäre jetzt sehr ärgerlich. So, hier kommen wir schon mal hoch. Das finde ich gut. Hallo, danke. So. War hier drüben nicht noch irgendwas? Ah. Ja, da war was. Ich habe mich erst gefragt, wie ich da hochkomme, aber das hat gerade meine Frage beantwortet. Wir lassen einfach mal die halbe Karte zusammenstürzen. Fast wie in Red Faction Guerilla. Aber nur fast. Ich finde es schade, dass nicht mehr Spieler einfach so eine schöne Zerstörungsengine haben wie Red Faction Guerilla. Was haben die für eine Engine? War das nicht Geomod 2 oder so? Ich bin mir nicht mehr sicher. Oder war das die Engine von den ersten beiden Red Faction-Teilen? Ich weiß es nicht genau. Ich habe die ersten beiden, um ehrlich zu sein, niemals gespielt. Ich habe nur Guerilla gespielt. Das fand ich irgendwie sehr cool. Da ist der Edelstein. Alles klar. Dann müssen wir jetzt nur noch 3 Goldsäckchen aufsammeln. Und dann haben wir das alles schon zusammen. Ja, ich habe mit Red Faction Guerilla eigentlich sehr viel Spaß gehabt. Also ist auf jeden Fall ein schönes Spiel für mich. Vor allem mal ein Open-World-Spiel mit Collectibles, die ich nicht nervig finde, einzusammeln. Weil das macht tatsächlich Spaß, da die Welt zu erforschen und irgendwelche Edelsteine... Ach Quatsch, Edelsteine sage ich schon. Irgendwelche Erzvorkommen zu suchen. Oder einfach mal so am Wegesrand. Dann macht man sie kaputt und nimmt sie mit. Und dann macht man da Gebäude kaputt und holt sich da Schrott, um seine Sachen aufzuleveln. Und das ist schon cool. Ja, und dann Armageddon soll ja nicht so gut sein. Da habe ich allerdings nur die Demo von gespielt. Da hatte ich auch den Eindruck, da geht es dann nicht mehr so sehr darum, Sachen zu zerstören, was ich ein bisschen schade fand. Weil die Engine ist ja immer noch da und es wird alles benutzt, aber es ist halt nicht mehr so im Vordergrund. Und klar, irgendwo wäre das dann genau das gleiche wie Guerilla gewesen. Schätze ich mal, aber ja. Aber vielleicht werde ich das irgendwann mal spielen. Und ich denke mal, ich werde auch die ersten beiden Red Faction-Teile mal spielen irgendwann. Naja, aber das war dann wohl der Level. Ich meine, wir haben alles Gold eingesammelt. Das ist dann vermutlich das Portal.
Was muss ich jetzt... Ach so, ich muss das hier einmal aktivieren. Alles klar. Ich wollte schon sagen, nicht, dass das jetzt... dass das Spiel sich jetzt verbuggt hat. Jawohl. Mission geschafft. 400 von 400 Goldstücken gefunden. Und natürlich finden wir wieder in der Nähe des Portals etwas Gold. 400 Goldstücke noch als Belohnung erhalten. Da können wir uns direkt bessere Pfeile leisten. Es wurde eine neue Mission freigeschaltet. Entführe Yasindra. Alles klar. Das werden wir dann aber in der nächsten Folge machen, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ne? Macht's gut.